haben jetzt den Garten seit 15 Jahren. Wir wollten, dass die Kinder einen Erlebnisraum haben rund ums Haus herum. Wir sind zufälligerweise daneben auf Winkel und Brief gestossen. Und irgendwann sind die Kinder ausgeflogen und das Bedürfnis hat sich auch verändert, vor allem von uns zwei. Wir haben beide mehr oder weniger voll geschafft und sind dann einfach am Punkt gekommen und gesagt, wir wollen etwas machen. Dann hat der Peter Richard vorgeschlagen, ja, also das Magerwiese, das gibt es zu tun, da musst du immer wieder mähen. Wasser gibt gar keine Arbeit. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, irgendein Gewässer vor dem Haus, wir haben den Bach in der Nähe. Ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Und es war unglaublich auch schön, so sinnlich, wie sich das verändert hat. Wir haben auf dem Sitzplatz haben wir vorher Sandsteinplatten gehabt. Die haben wir jetzt alle eingebaut in diesen Mäuerchen rundherum. Also die haben wir wiederverwendet. Das hat mich auch begeistert, dass wir alles wieder verwendet, das Material, das wir haben. Und haben das eben umgewandelt in ein Holzdeck. Und es war jedes Mal das Gefühl, wie wenn ich in die Ferien gehe, wenn ich über das Holzdeck laufe. Die nächste Generation genießt jetzt das auch. Unsere Enkel baden das sehr gerne. Es ist überschaubar. Und sie geniessen das nicht nur im Schwimmbereich, sondern sie gehen auch in die Flachwasserzone rein. Bei denen können sie gut stehen und wir lassen es dann einfach machen. Und sie haben von sich aus der Pflanzen Sorge. Jede Pflanze ist eine Widerstandskraft, so wie uns Menschen auch. Für mich hat das auch wirklich eine spirituelle Komponente, was da in der Natur uns gezeigt wird. Wir können lernen von der Natur. Das beeindruckt mich immer wieder. Für meinen Teil kann ich sagen, ich gehe mit den Jahreszeiten, mit dem, was da außen passiert. Jetzt geniessen wir das viele Grün, die vielen Farben. Im Herbst ja, gibt es dann ein bisschen Arbeit, ein bisschen Abraumen. Die Blätter kommen oben runter, der Winter ist wunderbar. Und dann wird die Fläche noch viel grösser, vor allem wenn es da Schnee drauf hat. Das lässt einem sehr schnell eben oben runterfahren. Und der Erholungswert als Ganzes, würde ich sagen, ist einfach total toll. Was mich fasziniert, ist die Veränderung, die immer wieder passiert. Also es ist jeder Frühling ist es eine Entdeckungsreise, wo wandern die Pflanzen hin. Und sie wandern häufig auch ans Licht. Sie müssen manchmal kämpfen mit einer anderen Pflanze, die vielleicht ein bisschen stärker ist. Und wir merken, dass die eine Pflanze ein bisschen ausweicht ans Licht. Also am Abend, da brummt es richtig da bei uns. Also um die Rosen herum, um die Pflanzen herum. Da. Der Trend zu solchen Landschaftsgestaltungen, der ist ja wirklich absehbar, den sieht man. Also ich glaube, viele Leute kommen je länger mehr wieder auf die Idee, wir müssen unserer Natur wirklich Sorge geben. Wir müssen eben die Biodiversität müssen wir fördern, weil sonst geht sie ganz unter. Das ist ein Trend, den ich denke, der jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, die wir hinter uns haben, noch dazugekommen ist, weil die Leute haben mehr Zeit gehabt. Und die Hause im Garten sind und haben aber gemerkt, dass also unser Garten ist ja ganz langweilig, da läuft ja nichts. Und kommen dann darauf, dass man könnte doch jetzt wirklich etwas machen. Es ist wirklich ein kleines Reservat, auf feinstem Raum, aber einfach wunderbar.